Seid gegrüßt. Ich bin mal wieder winterlich unterwegs. Es hatte Nacht über geschneit. Es soll Sonne kommen und ja, endlich mal die lange Langlauftour mit der Übernachtung draußen. Mhm. Draußen. Angekündigt sind jetzt mittlerweile nur noch minus 5 Grad. 5 Grad nur noch. Geil. Ja, ich starte in Johann-Georgen-Stadt und werde auf der Skimagistrale ja, Richtung Oberwiesenthal, also erstmal Boschi da und dann über den Keilberg und dann da mir in der Hütte suchen. Habe ich schon gesucht, ich hoffe, das klappt. Na, ich freue mich, kann nur cool werden. Ja, hier auf der Rollerbahn in Johannstadt. Ja, auf dem Rücken habe ich 10 Kilo ungefähr. Uiui. Ja, ordentlich schwer. Und ich leg mal los. Bis später. Mittlerweile habe ich schon 13 Kilometer und die 10 Kilo auf dem Rücken machen es nicht bemerkbar. Oh Gott, das ist ja wie beim Fahrradfahren. Wie soll es denn auch anders sein? Naja, Ronny Plattner liegt hinter mir und vor mir Pernik. Ah, ist das nicht geil? So, also zur Tour sind ungefähr 37 Kilometer mit 700 Höhenmeter. Ja. Und endlich Sonne. Ich finde das so schön. Endlich Sonne. Oh, das ist so schön hier. Ah. Naja, jetzt brauche ich jetzt langsam mal was zu essen. Der Oberschenkel sagen schon Juhu und ich mach mal weiter. Es ist so schön. Pause. Schön, ne? Ich finde es auch schön. Ein Drittel müsste ich geschafft haben. Und naja, jetzt beginnt der Abschnitt, den ich noch nicht kenne. Da freue ich mich besonders drauf. Es geht nämlich jetzt weiter nach Boschi da. Und dann ja, über den Keilberg. Und irgendwo hinterm Keilberg im Wald finde ich hoffentlich die Hütte, was ich mir ausgesucht habe. Und es klappt alles so, wie ich mir es gedacht habe. Meine größte Sorge ist ja, dass ich völlig verschwitzt ankomme und nicht warm werde. Ah ja, also Bums. Oh, die Ben sind abgestürzt. Ich stärke mich mal noch weiter und dann geht's für mich los. Bin so am Kauen. Von so einer fixen Eier. Ich habe aus der Hälfte ungefähr. Da gestartet, das soll Ziel sein. Und? Hm.
mit großer Wahrscheinlichkeit schaffe ich es nicht bis zu meiner Hütte. Naja. Unterwegs gibt es hoffentlich noch andere. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Jo, ich hab's geschafft. Bei ungefähr minus 5 Grad in dieser wunderbaren kleinen Behausung habe ich die Nacht überstanden am Keilberg. Es war erstaunlich warm. Ich habe kurz mal zwischendurch ein bisschen gefroren, aber ansonsten Inlay, zwei Schlafsäcke und ein Bivi drüber und mir dann noch das Tarp drüber gebaut als kleines Zelt. Hat erstaunlich gut funktioniert. Ach ja, zwei Isomatten. Eine mit so einer Alubeschichtung und meine aufblasbare, die aber nur einen R-Wert von 1,4 oder 1,2 oder sowas hat. Also kannst du vergessen, es ist nur ein bisschen Polsterung. So. Und da ist die Sonne. Traumhaft, traumhaft. Auf der Loipe war auch schon einer unterwegs. Oh, gut. Sinkt nicht ein. Und da kommt er auch schon wieder. Ah, sind das nicht geile Loipen? Oh. Und da hinten kommt er auch schon wieder angeschnieft. Sieht man? Ja, okay. So, naja, ich habe jetzt schon auch alles zusammengepackt und werde jetzt die Heimreise beginnen. In Boschi, da überlege ich mir, ob ich den gleichen Weg zurück mache. Oder halt einen anderen. Aber ich brauche erstmal Empfang. Ich habe so gut wie keinen Empfang hier. Es ist furchtbar. Also dann, bis später. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich richtig Schiss habe. Ich muss jetzt mehrfach die Pisten vom Keilberg überqueren. Und es ist ordentlich Betrieb. Und das ist jetzt auch nur hier die blaue. Und weiter vorne kommen noch, ich glaube, wenn ich gestern richtig gezählt habe, 3 Orange. Und die Langlaufläufe, die geht genau hinter einer Kuppe von den anderen dreien lang. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Augen zu und durch. Daumen drücken, dass mich keiner umniedet. Es wird gut gehen, es wird gut gehen. We'll be right back.
erschöpft, aber glücklich bin ich jetzt wieder im Auto. Es war jetzt noch mal ganz schön hart, aber ich bin so glücklich, dass ich das gemacht habe. Bei diesem schönen Wetter und mal draußen übernachtet bei minus 5 Grad in der Schutzhütte. Gigantisch. So, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr dran geblieben seid und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich kann aber. Ciao.